Im zweiten Teil der Dokumentation erklärt Emmanuel Mbolela, warum die unabhängige Entwicklung des Kongo mit Gewalt verhindert wurde. Die neokoloniale Ausplünderung des Landes durch den globalen Norden sollte unter allen Umständen aufrechterhalten werden. Alors, dans les années 1956, il y a eu les mouvements de l'indépendance qui ont commencé presque partout en Afrique et au Congo, mon pays. Ces mouvements étaient portés par Patrice Emery Lumumba, c'est lui notre leader. Il a beaucoup lutté, il a beaucoup combattu pour que le Congo accède à l'indépendance. Et en 1960, nous avons eu notre indépendance. Und aus diesem Grund hat sich dann in den 1950er Jahren die Unabhängigkeitsbewegung im Kongo herausgebildet, so wie fast überall am afrikanischen Kontinent entstanden die Unabhängigkeitsbewegungen. Rund um das Jahr 1956 ist zum ersten Mal unser Freiheitsheld in Erscheinung getreten, Patrice Emery Lumumba. Er hat sich sehr dafür eingesetzt, dass das Land unabhängig werden kann und im Jahr 1960 ist es dann auch tatsächlich gelungen, die Unabhängigkeit zu erkämpfen. Mais cette indépendance que nous avons eue, c'était à contre-cœur que les colonisateurs l'avaient cédée, puisque quelques mois seulement après l'indépendance, ils ont créé encore un chaos au Congo. Ils sont allés jusqu'à même à traiter Patrice Emery Lumumba des communistes. Ils l'ont traité des xénophobes. Diese Unabhängigkeit wurde von den ehemaligen Kolonialmächten nur äußerst widerwillig zugestanden. Deswegen hat man begonnen, Patrice Emery Lumumba, der dann unser erster Premierminister werden sollte im Kongo, mit allen möglichen Mitteln zu diskreditieren. Man hat behauptet, er wird die christliche Religion abschaffen wollen, alle Ausländer aus dem Land verbannen. Man hat gesagt, er wird das Land ruinieren, das ist ein Kommunist. Man hat all dies getan, um ihn politisch zu isolieren und letztendlich auch zu eliminieren. Et en 1961, Patrice Emery Lumumba a été assassiné par les Belges avec la complicité des services secrets américains. Letztendlich wurde Patrice Emery Lumumba dann ermordet, und zwar mit Hilfe der belgischen Militärs und auch des US-amerikanischen Geheimdienstes. Et après son assassinat, les Belges et les Américains vont placer Mobutu au pouvoir. Mobutu, c'était un dictateur. An die Stelle von Lumumba hat man dann den Diktator Mobutu gesetzt. Das war ein Kandidat, der für den Westen äußerst wichtig war, um also weiterhin an die Bodenschätze heranzukommen. Während dieser langen Amtszeit von Mobutu kam es zu weiteren systematischen Ausbeutungen des Landes und auch zu einer fast generalisierten Korruption. Et Mobutu a été placé au pouvoir. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, les Occidentaux avaient besoin de matières premières pour faire fonctionner leurs industries. Mobutu war eben für den Westen ein äußerst wichtiger Kandidat. Mit seiner Hilfe konnte man sich weiterhin ungehindert die Bodenschätze des Landes aneignen. Et puisque je parle des richesses du Congo, je veux vous dire que le Congo ist nicht nur ein sehr großes Land von seiner Flächenausdehnung her, sondern eben auch sehr reich an Bodenschätzen. Es gibt große Vorkommen an Kupfer, an Kobalt, es gibt sehr große Goldvorkommen, Diamantvorkommen und es gibt auch Uranvorkommen. Ihr wisst bestimmt, dass mit dem Uran aus dem Kongo die Atombombe hergestellt worden ist, die zum Ende des Zweiten Weltkrieges auf die Städte Hiroshima und Nagasaki geworfen wurde. In Hiroshima et qui a permis à mettre fin à la Deuxième Guerre mondiale. Et actuellement au Congo, il y a un minerai encore stratégique, c'est le caoutchouc. Für die heutige elektronische Entwicklung ist noch ein weiterer Rohstoff äußerst wichtig. Das ist der Rohstoff Coltan, der sich in jedem Handy befindet und in anderen elektronischen Geräten. Dieses Coltan kommt vor allem im Osten des Kongo vor. Mais à cause du système d'exploitation coloniale. Aufgrund dieser kolonialen Vergangenheit und dieser neokolonialen Kontinuität stehen wir nun vor der Situation, dass wir in einem sehr reichen Land leben könnten. Doch der Großteil der Bevölkerung ist dazu gezwungen, in bitterer Armut zu leben. Alors, je crois que nous sommes là, nous devons aussi. Als ich hier heute ausgestiegen bin aus dem Zug hier in Hamburg am Bahnhof, da haben wir gleich das Zelt gesehen der Aktivisten von Lampedusa in Hamburg. Und ich glaube, es ist genau diese Situation, die die politischen Verantwortlichen in diesem Land und die politischen Verantwortlichen in Hamburg alarmieren müsste. C'est ici en Allemagne que l'essor de l'Afrique avait. Es war genau hier in Deutschland, als bei der Berliner Afrika-Konferenz im Jahr 1885 das Schicksal von Afrika besiegelt wurde. Und damals hat man unsere Großeltern nicht gefragt. Alors, les Européens sont venus en Afrique, nous les avons accueillis, on n'a pas exigé qu'ils nous montrent des visas. Damals haben wir die Europäer nicht danach gefragt, ob sie Visa hatten, um auf den afrikanischen Kontinent zu kommen. Heutzutage ist es so, dass man uns die Tür vor der Nase zuschlägt, wenn wir kein Visum haben.
nous les êtres humains, on ferme la porte, mais en même temps, les Menschen schlägt man hier also die Tür vor der Nase zu, und gleichzeitig gibt es aber Bewegungsfreiheit für die Waren, für die Reichtümer, die hier ungehindert in Hamburg am Hafen oder in Anvers ankommen können. Voilà la situation qui m'a fait encore que je puisse m'engager encore dans la lutte ici en Europe. Je suis maintenant au sein de l'Afrique Europe Interact. C'est un réseau transnational qui lutte pour la liberté de circulation et le commerce équitable. Und aus diesem Grund habe ich mich jetzt wieder einem politischen Netzwerk angeschlossen, seit ich hier in Europa lebe. Das ist das Netzwerk Afrique Europe Interact. Und hier kämpfen wir nun für globale Bewegungsfreiheit und für gerechten Handel, für gerechte Entwicklung. Was uns grundsätzlich eint, heißt es in einer Selbstdarstellung des Netzwerkes Afrique Europe Interact, ist die Überzeugung, dass sich an den neokolonialen Dominanz- und Ausbeutungsverhältnissen nur etwas ändern lässt, wenn soziale Basisbewegungen aus Afrika und Europa gleichberechtigt, verbindlich und direkt zusammenarbeiten. Das 2015 in vierter Auflage erschienene Buch von Emmanuel Mbuolela ist ein großartiges Zeugnis dieser Form der politischen Selbstermächtigung. Der Autor freut sich über Einladungen zu Lesungen und Diskussionen, auch an Schulen und anderen Bildungseinrichtungen. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an die eingeblendete E-Mail-Adresse.